So, und da sind wir auch zurück. In der letzten Folge tatsächlich hier die Schlange gefunden. Wir haben die dicke Schlange gefunden. Wir gehen nochmal ganz kurz runter. Denn wir müssen natürlich hier auch noch schauen, was er wollte. Ich habe das in der letzten Folge nur ganz, ganz schnell gemacht, geguckt. Aber hier ist er. Er treibt hier noch sein Unwesen. Das ist ganz gut. So, ich bin beschäftigt. Okay. Oh, ich wollte dich nicht schlagen. Es tut mir leid. Ey, was schubst du mich hier rum, Alter? Was ist los mit dir? Wo kommen wir denn überhaupt? Achso, hier war gar nichts, oder? Doch, da ging es raus. Da wollte ich nochmal ganz kurz gucken. Oh, Brotsack, vielen Dank für deinen Sub, mein Freund. Ein Brotsack. Brotsack-Sub. Ah, wie geil. Da kommen wir direkt im Dorf raus. Na, das ist natürlich ultra. Das spart uns viel, viel Weg. Okay. Also, du musst zurück nach Hause zu deiner Frau kommen. Ist klar. Pass auf, dass der Inquisitor nicht nach Gary sucht. Achso, genau. Der Inquisitor war ja da. Was haben wir denn noch für Aufgaben? Beweise, dass man sich mit dir unterhalten. Achso, okay. Friedhof. Finde 10 Papier und eine Tinte. Finde einen Stempel und verkaufe Horadrik Fleisch. Okay, alles klar. Für den Stempel muss man zur Schlange. Die Schlange will nicht mit uns sprechen. Also alles in allem eine etwas verzwickte Situation hier. Aber nicht unmöglich. Okay. So, du wolltest nicht mit mir reden. Warum? Sie redet absolut nicht mit mir. Wow. Du bist ja ein Luder. Alles klar. Er wollte die Tinte haben. Kann man sie eigentlich auch kaufen, ey? Haben wir denn überhaupt mittlerweile ein bisschen Geld? Null. Alles klar. Okay, dann gehen wir erstmal schnell wieder nach Hause. Wie konnte mir hier die Falltür durch die Lappen gehen? Ich weiß es nicht. Aber gut, nicht weiter tragisch. Oh, den Technologien, die wir noch erlernen können. Ich guck mal ganz kurz. 17,8. Da reichen unsere Punkte nicht für aus. Nun gut, gut. Nicht weiter tragisch. Gehen wir erstmal zurück. Gucken, ob wir noch ein paar Leute finden. Wird gerade gefragt, was man in dem Spiel macht. Pass auf. Es ist so ein bisschen Story-Side. Also wir spielen ein bisschen Geschichte durch, ne? Aber prinzipiell geht es darum, wir müssen einen Friedhof quasi am Laufen halten. Oder wieder zum Laufen bringen. Wir sind hier quasi der Friedhofswächter, der Friedhofswärter, wie man hier sieht. Und ja, müssen natürlich Holz hacken. Es ist so ein bisschen Survival, ein bisschen Crafting. Eine gesunde Mischung aus allem, würde ich sagen. Weiß nicht, kennst du Stardew Valley? Da, das sollte ewig sein, auch wenn ich es nie gespielt habe, ehrlich gesagt. So, warte mal, was können wir denn hier? Es leuchtet so schön. Kann ich da was reparieren? Lesen. Der Garten. Achso, genau, da brauchten wir. Warte mal. Bitte mit den Tavernen. Okay. Das heißt, wir sollten tatsächlich mit Horadrik nochmal sprechen. Wenn wir nachher da sind. Das ist gar nicht so verkehrt. Vielleicht stellt er uns die Urkunde aus. Dass wir da dann den Garten nutzen können. Hier haben wir eine Kochstelle. Ah, okay. Übrigens, da sind so kleine Mikrolecks drin. Das ist vom Spiel aus. Also ist tatsächlich nicht, liegt nicht am Stream oder am meinem PC, sondern liegt tatsächlich hier am Spiel. So, ach, guck mal, hier haben wir noch die Leiche. Hä? Wo bist du denn der? Der hat mir denn hier eine Leiche hingelegt. Okay. Die müssen wir natürlich direkt mal hier auseinandernehmen. So, Leiche. Ah, nee. Autopsie. Ja, Fleisch entfernen. Dann machen wir das mal ganz schnell. Mir da eine Leiche hingelegt. Himmel, Arsch und Zwirn. So. Zack. Einmal raus. Haben wir denn noch ein Grab über? Wir müssen mal ganz kurz gucken. Doch, hier haben wir noch eins. Guck mal, nehmen wir das direkt. Fertig. Wenn wir da schon eins ausgehoben haben, um die eine Leiche loszuwerden, dann können wir das ja auch nehmen. Komm. Passt der da rein? Bestatten. Ja, guck. Läuft doch. So. Exhumieren, das machen wir jetzt nicht. Holzmarkierung. Dazu brauchen wir Reparatur. Achso, das haben wir, glaube ich. Warte mal, haben wir das dabei? Wir hatten das auf jeden Fall. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich glaube, ich hatte das in eine Kiste reingelegt, wenn ich mich nicht irre. Das haben wir hier gehabt. Die königlichen Dienste sind verfügbar, sobald die Kirche wieder geöffnet hat. Okay. Alles klar. Das kriegen wir wohl hin. So, da bricht der Stream wieder ein. War zu erwarten. Aber gut. Ist nicht weiter tragisch, also jedenfalls nicht für mich, denn ich brauche die Lok dazu. Aber ich hätte hier gern diesen Leichensarg. Warte mal, was brauchen wir dazu? Einfache Eisenstücke. Gefertigt am hölzernen Amboss. Amboss haben wir auch noch nicht. Also alles so Sachen, die wir noch bauen müssen hier tatsächlich. Schwierig. Und ja, das Game gibt es tatsächlich auf Steam. Kostet, ich weiß gar nicht, 20 Euro oder so? Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Ressource. Achso, da konnten wir genau Schleifstein, da konnten wir uns das Heile machen. Warte mal, wir hatten noch hier irgendwo ein Trüchen. War das das? Genau, und da haben wir hier auch den Reparaturkasten. Jetzt gucken wir noch mal ganz kurz, wofür brauchte ich den jetzt? Ich werd echt alt. Ich kann mir sowas einfach nicht merken. Nochmal. So.
Achso, hier brauchten wir dann die Eisenstücke. Genau, dafür braucht man den Amboss. Jetzt. Gut, wir gehen nochmal ganz kurz hoch. Denn wir können natürlich noch ein paar mehr Sachen hier bauen. Gucken wir mal ganz kurz hier so ein Amboss. Amboss, Amboss, Amboss. Werkzeugbank für Holz. Hatten wir das schon? Das war das. Okay, haben wir schon. Wo kriegen wir denn jetzt einen Amboss her? Holzstapel, Kiste, Holzhackplatz, Hof vergrößern, Steinvorrat. Aber kein Amboss hier. Wo kriegen wir einen fucking Amboss her? Unten vielleicht? Warte mal. Nee, da war nichts weiter, glaube ich. Vielleicht hier, warte mal, bei unserer Leichenhalle. Könnte durchaus Sinn machen. Lass mal ganz kurz gucken. Weil ich hätte schon gern hier diese kleine Grube, wo die Leichen reingelegt werden, weil das ist natürlich ein bisschen frischer. So, das Fleisch haben wir dabei. So, Gary, wie sieht's aus? Ich habe ein paar Fragen. Wie komme ich nach Hause? Achso. Also weiß ich auch nicht, woher die sind. Ich habe dir alles verraten, woran ich mich erinnere. Vielleicht helfen dir ein paar Bücher aus der Bibliothek weiter. Wow, die Kirche hat eine Bibliothek im Keller. Oder vielleicht weiß der junge Astrologe etwas. Der ist ziemlich clever. Okay. Oh, er ist so klug und immer fröhlich. Ich kenne ihn zwar nicht persönlich, aber es denke ich zumindest. Aber sein Wein ist der beste. Und er war ein guter Freund des Leuchtturmwärters. Sie trafen sich jeden Mond am Leuchtturm oder jede Mitternacht. Wie komme ich in die Bibliothek? Natürlich durch die Kirche. Und ich glaube, dein Weinkeller schließt an die Kirchengewölbe an. Mein Weinkeller? Wo haben wir denn einen Weinkeller? Oh, sogar die Leichenhalle ist irgendwie damit verbunden. Da unten gibt es ein ganzes Netz von Tunneln und Gängen. Netz, Netz. Ich fischte gern. Ich kann mich ans Fischen erinnern. Okay. Ich habe mal einen Fisch gefangen. Der war so saat. Ich habe keine Hände. Aber glaub mir, der war riesig. Sieht so natürlich rot aus, erfahre ich gerade, ja. Meine Cam spinnt einfach aufgrund der Lichtverhältnisse hier. Warte mal, ihr könnt so. Ach, mach ich nach der Aufgabe. Okay. Neue Aufgabe am tatsächlich halten. Nice. Hol dir eine Flasche Wein. Okay, machen wir später. So, warte mal. Was brauchen wir denn hierzu? Wir brauchen immer noch diese Eisenstücke. Aber wo kriege ich den scheiß Amboss her? Ich weiß es nicht. So, Tisch reparieren. Könnten wir tatsächlich. Machen wir einfach mal. Vielleicht kriegen wir damit noch ein paar neue Sachen hier freigeschaltet. So. Eine Pritsche könnten wir hier bauen oder einen Vorbereitungsplatz. Okay. Fix the Corpse Hatch. Okay, dazu brauchen wir aber auch Eisenstücke. Also wir brauchen unbedingt ein Amboss. Aber warte mal. Ich habe eine Idee. Amboss statt vielleicht. Steht da vielleicht einer rum, den wir mal so kurz bis brauchen könnten? Ja, vielleicht gar nicht so unklug. Gucken wir mal ganz kurz. So, einmal hier runter. Da ist auch die dicke Schlange wieder. Unser Freund und Helfer. So, überzeugen. Was brauchen wir denn dazu? Komische Sachen. So, mach den Weg frei. Dazu brauchen wir Holzplanken. Das wäre nicht das Problem. Die können wir uns draußen holen. Aber der Rest bringt uns nicht weiter. Und guck mal. Jetzt sehe ich das erst. Okay. Das heißt, das hier ist der gleiche Keller wie auch bei uns in der Leichenhalle. Gut. Damit kommen wir einigermaßen zurecht. Damit können wir arbeiten. Ich glaube übrigens, wenn dieses kleine Mikro-Lecken hier drin ist in der Aufnahme, dass es daran liegt, dass er die Map weiter lädt. So, Amboss. Könnte vielleicht hier bei dem Schmied sein. Wir gucken mal ganz kurz. Der Schmied war ja hier irgendwo. Da hinten. Da, guck mal. Ist das ein Amboss? Könnten wir den aber mal benutzen? Nein, können wir nicht. Scheiße. Der lässt uns nicht seinen Amboss benutzen? Was ist das für ein Dreckiger? Tür ist verschlossen. Okay. Hier können wir nur schleifen. Okay, aber wenn wir einmal hier sind, gehen wir direkt mal zu Horadrik. Quatsch mit ihm. Oh, warte mal, da können wir einmal reingucken, was denn da drin ist. Da ist ein lustiges Zeichen. Das heißt doch was, oder? Frische Eier. Ja, nice. Und jetzt können wir Omelette herstellen. Oh, wir können handeln? Was? Wir können mit den frischen Eiern handeln. Alles klar. Ich wollte schon immer mal mit Eiern handeln. Ne? Also, liegt mir in der Natur. Man soll die Eier mal einfach in die Hand nehmen. Ne? Liegt hier noch irgendwas drin? Nee. Okay. Wo war denn unser totes Pferd? Also, die Taverne zum toten Pferd. Da haben wir sie. Dö. Gehen wir mal hier hoch. Einmal rein. Ihr wollt noch mit Horadrik quatschen.
So, Frage nach dem Garten. Ich habe einen verlassenen Garten in der Nähe des Friedhofs gefunden. Kannst du mir etwas darüber sagen? Oh, der Garten. Der wurde vom Händler in Besitz genommen, um jemanden Schulden zu tilgen. Ich kann niemanden finden, der damit etwas anfangen kann. Hm, ich könnte dir die Erlaubnis erteilen, den Garten zu benutzen. Wer sonst würde freiwillig etwas in der Nähe des Friedhofs anbauen? Ja, nice, sehr geil. Klingt toll. Gut, aber du musst immer noch mit dem Händler reden. Das Grundstück gehört ihm. Wo ist der? Es ist nicht rechts, dir einfach die Erlaubnis ohne seine Zustimmung zu geben. Aber meinetwegen ist es genug, wenn du alles weitere später mit ihm regelst. Na klar, ich rede mit ihm. Okay, rede mit dem Händler am. Okay. Er kommt jeden, keine Ahnung, um mit den Einwohnern zu handeln. Ihm gehört die Scheune südlich der Taverne. Okay. So, hast du vielleicht Papier und einen Federhalter oder was wir da brauchten? Sieht auch nicht so aus, ne? Hm, okay. Gut, das kann er auf jeden Fall schon mal nehmen, die zwei Bestattungsurkunden. Dann haben wir das schon mal weg und wir haben ein bisschen Silber. 3 Silber haben wir. Das ist natürlich sehr gut. Also, einmal nach unten. Südlich in der Scheune. Wo soll denn hier eine Scheune sein? Der Weg in die Stadt ist versperrt. Du brauchst einen Passierschein. Okay. Südlich in der Scheune hat er doch gesagt, richtig? Friedhofswärter, Schlange. Wo haben wir ihn denn? Horadrik, da. Rede mit dem Händler. Okay. Wo soll eine Scheune? Hat er nicht südlich gesagt? Ich meine, die Uhrzeit passt eh noch nicht. Davon mal ab. Nee, macht eigentlich gar keinen Sinn, hier zu fällen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, den ganzen Baumstamm mit mir rumzuschleppen hier. Kann ich mit dir quatschen? Nein. Okay. Ich trampel dein Gemüse kaputt. Gehen wir mal hier durch. Einmal weiter. So. Oh, warte mal, hier ist einer. Hier, was hat er denn auf dem Herzen? Okay. Dieser Typ muss verrückt sein. Denkst du, ich bin verrückt? Nein, sowas würde ich mir niemals vorstellen können. Also auch nicht mal drüber nachdenken. Ich versuche nur optimistisch zu bleiben. Und ich weiß, worauf es wirklich ankommt. Worauf denn? Glaubst du, das würdest du verstehen? Nein, Diego. Das würde er nicht. Er kann es nicht sehen. Okay, dann sage ich ihm einfach irgendwas anderes. Innerer Frieden, meine Gewürze und Süßigkeiten. Darauf kommt es an. Du siehst wie Honig. Bring mir Honig und ich bring dir bei, wie man einen Kuchen backt. Kuchen ist klasse. Okay, Digo möchte Kuchen. Oder Honig, um dann Kuchen zu machen. Alles klar. Wir ziehen mal ganz kurz weiter. Oh, Apfelbäume, warte mal, da ist auch noch was. Guck mal, was ist da denn hinterm Baum? Man glaubt es kaum, was ist hinterm Baum? Kann ich aber nicht benutzen. Doch, warte mal, da ist aber noch zu. Ich brauche dazu eine Technologie. Okay, alles klar. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Sieht aus wie so eine Stampf. Nennt man das? So ein Stampfer halt für Weintrauben und so, weißt du? Komm ich an die Äpfel irgendwie ran? Sieht nicht so aus. Okay. Und wir kommen hier tatsächlich zum Leuchtturm. Nice. Okay. Immer noch so verwildertes Land. Gucken uns hier mal ein bisschen um. Da ist ein Teleskop. Ich auch einmal komplett rum, nicht, dass ich wieder zurücklaufen muss. Es sieht so aus, als müsste ich gleich wieder zurücklaufen. Ah. Ja, hier kommen wir nicht weiter. Tatsache. Okay. Nein, du brauchst den. Ja, komm, dann machst du halt kaputt. So, wir haben noch genug Energie. Jetzt immerhin noch ein paar Punkte, ne? So, komm. Den nehmen wir mal mit. Wir müssen ja eh wieder zurück. Tragen wir den in der Zeit einfach. Nur mehr als ein wird natürlich ein bisschen schwieriger hier. Einmal hier rum. Und dann gehen wir einmal zum Leuchtturm in Hoffnung, dass wir jemanden finden. Einmal hier hoch. Ach, guck mal, da wartet sogar jemand. Okay. Aber erst einmal zum Teleskop. Können wir nichts mitmachen. Kompass bringt uns auch nichts. Alles klar. So, hi. Heilige Makrele, mein Junge. Du siehst aus wie jemand, der Teil der Zaubererwelt ist. So, Zauberwelt. Fischerei sein will. Ich weiß nicht wirklich viel über das Fischen. Dann ist heute dein Glückstag. Ich weiß eine Menge darüber. Es ist so entspannend und profitabel. Und außerdem sind Fische echt lecker. Ah, da bin ich dabei. Eine gute Wahl, mein Junge. Ich gebe dir alles, was du brauchst und bring mir bei, wie man Fische fängt und kocht. Okay.
Lernen, wie man Fische kocht. Ja, bla bla bla. Fischstäbchen können wir machen, super. Frage nach einer Angel. Kannst du mir eine Angel geben? Na klar, Junge, ich habe noch eine alte Angel hier, aber die ist kein Geschenk. Bring mir Motten. Die sind klasse als Köder, aber du kannst sie nur nachts fangen und meine alten Augen sehen nicht im Dunkeln mehr so gut. Okay. Und dann könnten wir noch handeln. Er hat hier... Für 2 Silber könnten wir uns einfach so eine fucking Angel kaufen, aber nein. Wir haben nur 3 Silber, wir sollten auf unser Geld ein bisschen achten, ehrlich gesagt. Und es jetzt nicht mit vollen Händen rausschmeißen. Halt, mein Holz. Denkt doch jemand an mein Holz? Geht auf den Boden der Apfel? Nein, okay. Wir nehmen unser Holz natürlich mit. So, haben wir nicht umsonst geschlagen. So, können wir auch kaputt schlagen, das finde ich gut. Schöne, entspannende Musik, wie ich finde. Wir gehen hier oben nochmal ganz kurz auf Reise, gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Da ist zum Beispiel Wasser. Ach, das ist ja cool. Ganz kurz. Das ist ein Fisch. Was heißt das? Die ist eine Angelstelle. Ah, okay. Alles klar. Dazu brauchen wir natürlich dann die Angel. Aber sehr cool. Ich liebe das, wenn man so ein bisschen erkunden kann. Wo sind wir denn gerade? Hier am Strand. Okay. Alles klar. Wir haben eine alte Ruine. Oh, da haben wir noch was. Ich rieche etwas Leckeres oder Rauchiges. Wenn jemand suchst, der dir die Hand liest, solltest du in die Stadt gehen. Dort versuchen alle verzweifelt genug Geld zu verdienen, um sich wenigstens einen trockenen Laib Brot kaufen zu können. Das ist ein wunderbarer Geruch. Was riecht hier so gut? Das ist großartig, oder? Das ist mein Kebab. Ein altes Familienrezept. Bring mir ein paar gute Fischfilets und ich bring dir das bei. Oh, okay. Sehr cool. Und klar, also wir brauchen erst eine Angel, um Fische fangen zu können. Fische dann, um Fischfilet zu erstellen. Macht Sinn. Und Fischfilet dann, um Kebab zu erstellen. Okay. Alles klar. So, langsam wird es dunkel. Es düstert mich. Was haben wir denn hier? Was ist das für ein Zeichen? Achso, Bäume fällen verboten. Alles klar. Oh, guck mal. Sind wir schon im Dorf? Nee, was ist das hier? Hi, ich bin Tress. Ich bin der Friedhofswärter. Schön, dich zu treffen. Wenn du Holzmaterialien brauchst, kann ich dir helfen. Für Steinkram musst du meinen Bruder Curry besuchen. Okay. Könnt mit ihm auch handeln. Was gibt's denn so schönes? Balken, also ja, allgemein Holz, aber ganz ehrlich, das können wir uns auch alle selbst erschlagen hier. Was ist mit dir los? Handeln, was hat er? Torf. Ach, Torf brauchen wir sogar. Kostet... Ja, guck mal. Nimm mal mit den Scheiß. Kostet ja... Quanta kostet gar nichts, ey. Relativ wenig. Nice. So, ist das das Dorf hier? Nee, oder? Was sind wir denn? Doch, das müsste das Dorf sein. Oder ein Teil davon. Ja, das ist das tote Pferd, okay. Ich meine, ja, wir haben halt noch nicht alles erkundet hier, ne? Muss man dazu sagen. Vieles ist uns noch neu. Wir move einmal weiter, wieder zurück. Und wir müssen natürlich noch unsere Energie verbrauchen, bevor wir hier weitermachen. Denn wir brauchen auch viele, viele Punkte für die Technologien. So, nein, weiter. Nee, das Ende. Oh, guck mal hier. Hi. Was geht ab? Nicht jetzt, mein Sohn. Alles klar. Guck mal, können wir auch einfach so vor uns herschieben. So, oh, okay. Und nochmal. Ist einfacher, weißt du? Brauchen wir nicht so schwer heben. Nimm das mit jetzt. Gehen wir einmal zurück. Ja, das holst du mal später ab. So. Aber hier rein. Zack. Dann haben wir das auch. Machen wir ganz kurz das Gestrüpp hier weg. Das stört mich ein bisschen. So. Dazu brauchen wir eine Technologie. Dazu brauchen wir eine Technologie. Okay, können wir den Stein hier wegkloppen. Das geht. In der Tat. Sehr gut. Zack. Das auch. Sehr schön. Okay. Kann ich irgendwas drauflegen? So, das Fleisch. Das Fleisch packen wir erstmal weg. Das brauchen wir gerade noch nicht, denn wir können es halt noch nicht nutzen. Das ist das Problem. Steine, Nägel, fertig am Kochtisch, hölzerner Amboss, hölzerner oder Amboss 2. Am Kochtisch. Wo haben wir denn den Kochtisch?
Technologien, was haben wir denn hier Schönes? Bücher schreiben, Landwirtschaft und Natur, Schmiedekunst. Okay. Primitives Schmieden. Boah, wie viel es hier zu machen gibt, das ist unglaublich. Steinmetz, Bergbau, haben wir das schon? Nee, ne? Dann haben wir das jetzt, okay. Dann haben wir das jetzt. So, und das ist nur Essen. Gerade überlegen, wo gab es denn den Händler? Ach, wie cool. Also wir können tatsächlich schon anbauen, aber wir müssen aber den Händler erst quatschen, da war doch was. Oder irre ich mich? So, lassen wir erstmal so. Okay. Was haben wir denn? Torf. Samen oder Dinger bräuchten wir, ne? Okay, bringt uns jetzt nichts weiter. So. Aber cool. Also wir können dann tatsächlich, vermute ich mal zumindest, uns hier Sachen anpflanzen und die dann verkaufen. Aber dazu bräuchten wir Samen. So, das ist zumindest schon mal alles fest. Okay. Ja gut, hoffen wir, dass mir das nicht eingeht. Weil ich weiß noch nicht, wann wir dazu kommen. Beziehungsweise wann wir das machen.